meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Vielleicht haben die ein oder anderen von euch jetzt schon das vorige Video gesehen. Wahrscheinlich erkennt ihr dann, dass ich praktisch das gleiche anhabe aus dem aufgebrauchten Video meiner Haushaltsprodukte. Und zwar liegt das logischerweise daran, dass heute noch derselbe Tag ist, aber inzwischen haben wir schon abends. Das andere Video hatte ich relativ morgens, gegen 11 so gedreht, und jetzt war ich heute noch den ganzen Tag unterwegs, unter anderem auch mit meiner Mutti, und da habe ich noch ein paar Sachen mitgenommen, aber auch so generell war ich den Tag davor, jetzt gestern am Montag, noch ein bisschen bei DM einkaufen, und jetzt habe ich schon wieder ein DM-Beutelchen gefüllt mit Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und ja, ich finde, da sind interessante Sachen dabei, deswegen dachte ich mir, filme ich das Video jetzt nochmal schnell ab. Und im Anschluss werde ich dann noch die Degusta-Box abdrehen, die neue, die ich mega, mega toll finde. Das kann ich schon mal vorab sagen. Also die Degusta-Box schafft es immer wieder, mich umzuhauen. Und dann werde ich noch ein Video zu der aktuellen Essence LE drehen, genau. Aber jetzt fangen wir einfach mal an mit dem Haul, würde ich sagen. Und zwar greife ich mal rein, es ist wild durcheinander. Ich habe einmal mitgenommen von Profissimo hier diese Orange Vanille Maxi Duftlichte. 12 Stück, und die sollen 8 Stunden Brenndauer haben. Die kosten normalerweise 2,95 meine ich bei DM, und jetzt wurden sie runtergesetzt auf 1,95, weil halt die Winterdüfte einziehen. Und ich mochte die schon immer gern. Aber wir sind momentan so ein bisschen am Aufbrauchen gewesen, weil ich eine volle Schublade habe hier mit meinem Freund zusammen an Teelichten oder Teelichtern. Aber diese großen haben wir soweit nicht mehr. Deswegen dachte ich mir, passt das ja, dann kaufst du die mal nach. Die riechen echt richtig schön frisch, und ja, mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Genau, das war das Erste. Müsst ihr mal gucken, vielleicht gibt es in eurem DM auch jetzt die ganzen reduzierten Kerzengeschichten. Müsste eigentlich. Natürlich nur, solange der Vorrat reicht von diesen, sag ich mal, alten Sachen jetzt. Genau. So, und dann habe ich mir, was ich sonst auch nie tun würde, von Glade Brise eine Duftkerze mitgenommen. Die schaut so aus. Und zwar ist das die Richtung Bali, Sandelholz und Jasmin. Oh, himmlisch. Die fand ich auch richtig, richtig toll. Lass mich lügen, kosten die nicht auch so um die 3 Euro normal, glaube ich. Und ich habe jetzt 1,45 dafür bezahlt, die riecht himmlisch, also wirklich richtig frisch. Bis zu 30 Stunden Brenndauer, das klingt schon mal vielversprechend. Und jetzt packe ich die gleich mal aus, weil ich mal gucken möchte, wie das Glas ganz aussieht. Finde ich sehr schön. Oh ja, das gefällt mir auch gut, das ist so hellgrün. Moment. Und dann hat das hier so Schnörkel. Also ja, Blumenschnörkel, sage ich mal, drauf. Sehr schön. Und die Kerze ist ganz normal, aber so cremefarben. Genau. Oh, den Duft finde ich richtig gut. Schade, da war nur noch eine jetzt in meinem DM, aber sonst hätte ich mir, glaube ich, noch zwei mitgenommen. Also die ist echt klasse. Und für das Geld, ich habe 1,45 gezahlt, kann man absolut nichts sagen. Ja, das war das. So, den Müll verfrachte ich mal hier hin. Dann, womit mache ich mal weiter, habe ich mir zweimal Haarspray mitgenommen. Ich bin ja irgendwie jetzt so auf den Geschmack von Haarspray gekommen. Also eigentlich war ich früher überhaupt nicht der Fan davon, weil ich das irgendwie nicht schön fand. Aber inzwischen habe ich gemerkt, dass es auch auf der Arbeit echt praktisch sein kann. Und ja, es sieht einfach viel gepflegter aus, wenn man irgendwie seine Babyhärchen hier oben so ein bisschen praktisch ran sprühen kann, so ein bisschen festmachen kann. Das macht so einen Unterschied. Wenn man halt frisch gewaschen Haare hat beispielsweise, was ja eigentlich nicht ungepflegt ist, aber es sieht einfach gleich ganz anders aus. Jo, und deswegen habe ich mir von Wella eins mitgenommen, was ich auch schon mal komplett aufgebraucht habe. Das ist das 48 Stunden lang anhaltende Halt, Stärke 5 Haarlack. Also nicht Spray, sondern Lack, gibt auch einen schönen Glanz, und ich muss sagen, ich war damit unglaublich zufrieden. Also es hält richtig gut, es lässt sich aber auch auskämmen. Duft fand ich jetzt auch gut, kostet auch, glaube ich, 1,45, und ich war damit super, super zufrieden. Und dann habe ich nochmal extra eins mitgenommen für Glanz und Halt, aber ein Haarspray, auch in der Stärke 5. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren, ob das wirklich für Glanz sorgt, weil ich habe ja auch ein Glanzspray von Glisscur. Das benutze ich sehr gerne, das funktioniert auch gut, aber ich dachte mir vielleicht, ja, wenn es das Haarspray auch praktisch vereint, dann wäre das ja eine coole Sache, aber man weiß immer nicht, ob das, was draufsteht, auch
halt wirklich funktioniert, deswegen mal gucken. Auch 1,45 hat es gekostet. Dann habe ich mitgenommen von Dresdner Essenz, auch reduziert, geht auch raus, weil Winterprodukte reinkommen, was ja nichts Schlechtes ist, aber das ist wirklich mit meinem liebstes Bad von dieser Marke. Dresdner Essenz Frauenwohl, Frauenmantel, Rosmarin und Orange. Ja, mit natürlichen ätherischen Ölen und das riecht so unglaublich gut. Ich habe das schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal drin gebadet, habe es mir immer wieder nachgekauft und jetzt habe ich das gesehen und habe mir glatt noch mal eins mitgenommen. Ich glaube, eins habe ich auch noch hier, also deswegen habe ich noch 2 jetzt auf Vorrat, sage ich mal. Und ja, auch hier, ich mag den Geruch so gerne, obwohl ich anfangs nie gedacht hätte, wenn man Rosmarin so liest, dass mir das so gefällt, aber auch in Kombi mit Orange finde ich das richtig toll und ich finde, wenn man da drin badet, ist es richtig tiefenentspannt. Also mir hat es sehr gut gefallen. Ja, dann habe ich eine Sache. Falls die liebe Benalue mein Video jetzt schaut, du bist schuld. Also das ist eine ganz, ganz liebe YouTuberin, die setze ich euch mal unten rein. Ich mag ihre Videos unglaublich gerne und sie als Persönlichkeit. Ja, und sie macht auch verschiedene Videos, Vlogs über Beauty, über Haushalt und sie hat mich angefixt. Also du bist schuld, dass ich diesen teuren Schaum gekauft habe von Philip Bang. Ich bin ja eigentlich jetzt nicht so ein Werbungsopfer, sage ich mal, die auf diesen typischen Philip Bang-Kram steht. Ich habe ehrlich gesagt auch noch kein Produkt von dieser Marke vorher gehabt, aber sie hat halt in ihrem Video gesagt, dass sie das fürs Bad benutzt und es halt praktisch nur in die Badewanne und das Waschbecken und so sprüht. Dann lässt man es wohl irgendwie ein bisschen einziehen und dann muss man es nur abspülen und alles glänzt und ist schicki. Ja, das klingt natürlich sehr vielversprechend, weil man nicht groß ja, irgendwie rumwischen muss und ja, es ist einfach ein Zeitersparnis. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das Zeug riecht. Und ja, hat stolze 2,95 € gekostet. Ich bin auch mal gespannt, wie lange das hält. Ich meine, mich zu erinnern, dass das nicht allzu oft anwendbar ist mit so einer Flasche. Aber mal gucken. 600 ml sind hier drin. Und ja, wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall spätestens im Aufbrauch-Video berichten, denke ich mal. So. Dann noch was für den Haushalt und zwar eine Neuheit von Profissimo. Das ist dieser Rundum-Staub-Blitzbezüge. Es gibt ja den normalen, praktisch diese Swiffer-Nachmache, diesen Staubmob, der hat aber nur eine Seite und der ist halt, ja, wie der Name schon sagt, rundum. Also hier seht ihr das und ich finde das halt ganz praktisch, weil man damit einfach mehr, ja, fassen kann, auch wenn man sich Spinnweben an der Decke oder so gebildet haben, dann kann man damit halt, wie so ein normaler Staub normalerweise ist, da, ja, rummommen, sag ich mal. Und ja, ich denke mal, wenn ich damit zufrieden bin, werde ich auch eher die nur nachkaufen, weil man einfach mehr Fläche hat als bei den normalen. Genau, Kostenpunkt 1,95 € für 5 Stück, finde ich okay, also die halten ja auch relativ lang. Genau, so. Dann habe ich noch einen Bimstein für meinen Schatzi mitgenommen. Ja, gibt es nicht viel zu sagen. Fußpflege gehört dazu. Kostenpunkt 95 Cent habe ich jetzt schon ausgepackt. Und dann machen wir jetzt weiter mit Pflege und dekorativer Kosmetik, würde ich sagen. Da habe ich nämlich einiges gekauft in letzter Zeit, wo ich mich ja eigentlich momentan am Zurückhalten bin. Aber die paar Schätzchen musste ich mitnehmen. Womit fange ich dann an? Ich fange einmal an mit der Salt House Luxusmaske. Tut es mehr Feuchtigkeit, ist das jetzt. Da gibt es ja verschiedene von. Und die hat damals mein Freund mir mal gezeigt. Die hatte er irgendwie zu Hause. Ja, und mein Freund benutzt auch sowas. Also wir machen das schon mal zusammen. Ja, und zwar mit Gurkenextrakt, Aloe Vera, Mineralien aus dem Toten Meer, muss ich sagen, ist das mit die... Ja, also mit die beste Feuchtigkeitsmaske, die ich kenne. Ich finde die von Luvus noch richtig genial. Also diese neue mit dieser blau-weißen Verpackung. Ja, ja, was Feuchtigkeit angeht und die. Also sind das wirklich meine Favoriten. Die lassen sich gut auf- und abtragen und die machen ein richtig, richtig tolles, weiches, gepflegtes, ja, Gefühl. Also versorgen die Haut richtig gut. Und deswegen musste die mal wieder mit. Genau, die habe ich heute geholt. Genauso wie ich heute auch das entdeckt habe, was super cool ist. Und zwar meine geliebte I Love Crazy Volume Mascara von Essence im Doppelpack mit dieser neuen in Waterproof. Ja, und man hat praktisch eine bezahlt und hat 2 dafür bekommen. Lag bei 2,75 €. Und ich bin schon gespannt, wie die wasserfeste Variante ist. Man sagt ja, mit wasserfesten
Mascaras lassen sich die Wimpern biegen und der Schwung soll praktisch beibehalten sein. Kann ich so immer nicht bestätigen, weil ich nie wasserfeste Mascara benutze, weil ich es einfach nicht mag, die runterzunehmen, weil es für mich zu lange dauert und ich keinen ölhaltigen Augen-Make-up-Entferner mag und das ist alles so bei mir so eine Sache. Ja, aber ich muss sagen, jetzt wo sie umsonst zum Testen dabei war, fand ich das auf jeden Fall eine coole Sache. Und jetzt merke ich auch gerade, ich hatte die vor ein paar Tagen schon einzeln so gekauft, die ist jetzt aber schon auf meinem Schminktisch, die habe ich heute auch schon verwendet. Ja, als ich das heute gesehen habe, dachte ich mir, na toll, dann hätte ich ja auch zwei davon mitnehmen können. Aber gut, jetzt habe ich zwei neue und die brauche ich sowieso immer, von daher passt das. Die gibt es auch noch in dieser schwarzen Variante mit dieser wasserfesten Set. Also die andere ist ja auch gut, aber ich habe jetzt erstmal gedacht, komm, die langt und die andere hast du ja letztens erst geholt. Deswegen reicht das. Ja, so, dann habe ich mir auch heute noch mitgenommen von Nivea die pflegende Waschcreme. Die schaut so aus, also das ist so eine rosa Tube für trockene und sensible Haut, reinigt gründlich beruhigt und spendet Feuchtigkeit mit natürlichem Mandelöl. Und ich muss sagen, ich hatte die jetzt noch nie, aber ich bin auch so auf den Nivea-Geschmack gekommen, schon seit einiger Zeit, weil ich den Geruch echt toll finde. Und hat jetzt ja, stolze 3,95 gekostet, meine ich. Aber ich möchte einfach mal eine Alternative austesten, was Creme anbelangt, also Waschcreme, zu meiner Alverde. Also damit bin ich ja super zufrieden. Aber da ist auch weniger drin, meine ich. Hier sind jetzt 150 ml drin. Ich weiß gar nicht genau, wie viel in der Alverde Waschcreme drin sind. Naja, auf jeden Fall sind hier halt auch noch so Peeling-Körnchen drin, so kleine. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da könnt ihr es erkennen. Und ja, ich wollte einfach mal was anderes haben. Wenn die nicht sein sollte, bleibe ich halt bei meiner Alverde. Aber ihr kennt das sicherlich, ab und zu muss mal Abwechslung unter die Dusche oder ins Bad. Und ja, riechen tut sie auf jeden Fall schon mal toll. Und da sie für trockene und sensible Haut ist, denke ich, wird die auch gut sein, weil es halt eine Creme ist und die Haut dann gleich gepflegt wird. Jawohl. So, dann habe ich, bleiben wir mal bei Pflege, würde ich sagen. Und zwar hat meine Mama mir zwei Schätzchen geschenkt, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und zwar sind das diese beiden Sachen. Wir waren, wie gesagt, heute unterwegs und ja, da wollte ich sie eigentlich bezahlen. Und ja, wie Muttis manchmal so sind, hat sie mir die aus der Hand gerissen und hat sie für mich bezahlt. Und ja, also ich habe mich sehr, sehr gefreut und freue mich immer noch und bin auch sehr gespannt. Ich werde die hier gleich heute Abend testen. Ihr kennt die sicherlich. Ich muss auch sagen, dass ich dem Hype, dem YouTube-Hype verfallen bin. Also es ist wirklich so. Ich habe die schon in so vielen Videos gesehen. Auch jetzt bei der Nadine, die liebe Moldavid, die hat auch davon geschwärmt. Und ja, jetzt haben wir sie heute gesehen und ich dachte mir, gut, dann probierst du sie mal aus. Und was steht hier drauf? Es ist eine, ja, die Miracle Sleeping Cream für anti-müde Haut, Anti-Age-Schlafcreme. Schon nach einer Nacht sichtbar glattere, erholtere, strahlendere Haut. Nacht für Nacht intensive Regeneration für ein jugendlicheres Aussehen. Anti-Age-Komplex-7-Wirkstoffe. Ja, also, Anti-Aging kann man ja schon mal so mit Anfang 20 einfach mal anfangen. Das schadet ja nicht. Und ich zeige euch jetzt mal die Verpackung. Finde ich irgendwie ganz süß. Die schaut so aus. Und ich habe auch schon daran geschnuppert, an dieser hier. Und ich muss sagen, die riecht echt gut. Also mag ich, sehr angenehm. Die Creme ist so beige. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Oh, jetzt habe ich hier schon ein Haar drin. Fussel. Ja, und ich bin sehr gespannt, wenn ich mich nachher gleich abschminken werde, was ich jetzt auch bald tue. Ist schon 7:45. Ich werde mich auch bald bettfertig machen, da ich morgen Frühschicht habe. Und ja, dann werde ich die, denke ich mal, so in der nächsten Stunde ausprobieren und bin schon sehr gespannt. Und dann habe ich praktisch, die ist jetzt ganz neu, also die gibt es glaube ich erst so seit einer Woche oder so, also ich habe die vorher noch nie gesehen, die Wake Up Cream, die anti-müde Haut, anti-age, sofortiger Entknittereffekt, sofort Fältchen wirken geglättet, 24 Stunden Feuchtigkeit, langanhaltend strafft, schnell wirkende Mikropeptide. Ja, das ist praktisch dann das Gegenstück dazu. Wahrscheinlich haben sie die rausgebracht, weil sie gesehen haben, dass diese Creme so gut verkäuflich ist. Wahrscheinlich Werbemaßnahme. Ja, Marketinglogik einfach. Ja, und die ist jetzt pink. Und die habe ich noch nicht gerochen, ehrlich gesagt.
Okay, ich bin gerade etwas irritiert, weil es sieht fast so aus, als war da schon jemand drin. Das finde ich gerade irgendwie, seht ihr das? Irgendwie sieht es aus, als war da schon jemand drin. Mal die andere angucken, das finde ich jetzt irgendwie eklig. Momentchen. Gucken wir nochmal, wie die andere aussah. Ich meine, klar kann die sich so verschieben. Also was ich glaube, ist auf jeden Fall, dass diese Nachtpflege hier ein bisschen flüssiger ist als die Tagescreme. Ja gut, wenn es so sein sollte, ist es so. Wobei, das sieht auch irgendwie glatt aus. Wie riecht sie dann? Mal gucken. Voll angenehm, also richtig gut. Und ja, dann werde ich mir, wenn mein Augen-Make-up entferner ist, auch wieder dieses Micellenwasser nachkaufen. Und dann besteht meine aktuelle Tages- und Nachtpflege praktisch aus Garnier-Produkten. Da bin ich mal gespannt, habe ich so in dem Maße noch nie zusammen getestet. Riecht wirklich sehr gut, finde ich. Also, ja. Ja, ich hoffe mal, das finde ich gerade nämlich ein bisschen, ja, blöd. Wie ihr sehen könnt, vielleicht, wenn ich die einarbeite, bilden sich hier diese Würstchen. Seht ihr das? Ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber vielleicht kennen einige das von euch, wenn man die Creme im Gesicht einarbeitet, dass das so abhält wieder. Hatte ich jetzt gerade ein bisschen auf meiner Hand. Jetzt bin ich ein bisschen skeptisch, weil wenn das im Gesicht auch so ist, dann ist es ein bisschen schade ums Geld. Aber gut, dann werde ich die zurückbringen, weil sowas kann nicht sein. Aber mal schauen. Ich muss die ja erstmal im Gesicht ausprobieren. Mal gucken. So, das waren die beiden. Genau. Kostenpunkt waren 9,95. Allerdings hat Mutti die im Angebot gefunden für 5,99 und auch nur deswegen ja, sind die letzten Endes mitgekommen. Bei 10 Euro für eine Creme hätte ich ehrlich gesagt nicht ausgegeben. Ja, so, dann zeige ich euch noch was. Das habe ich schon ein bisschen länger, ich glaube letzte Woche, habe ich mir den mitgenommen. Von Catrice, ich meine, der ist neu, klärt mich auf, wenn es nicht so sein sollte, aber ich kannte den vorher nicht. Die 02 Holo Ketal von Catrice aus der Million Styles Reihe. Das ist so ein Effekt-Top-Coat, der praktisch so ja, Holo-Schimmer drin hat, wie ihr sehen könnt. Hatte ich bis vorhin noch auf meinem Fingernagel, war natürlich unpraktisch, dass ich das jetzt abgemacht habe, aber gut. Ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ich finde den irgendwie zu matt. Also, er ist zwar nicht richtig matt, aber ich finde das irgendwie so unscheinbar. In der Flasche sieht das so glitzernd, glänzend aus und auf dem Nagel war das irgendwie so dumpf. Also, klar kann ich jetzt noch einen Topcoat drüber geben oder einen Glanzklarlack, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, gut. Kostenpunkt, glaube ich, waren ja 2,75 kosten die Lappe immer von Catrice. Dann habe ich mir was mitgenommen, das kannte ich auch so noch nicht, der Express Correcting Pen von Catrice. Ich habe den immer von Essence gehabt, aber von Catrice kannte ich den nicht. Fand ich jetzt schön, weil das meine Lieblingsfarbe ist. Also jetzt mal lila statt pink wie bei Essence. Und ja, ist halt ein stinknormaler Korrekturstift, die immer super praktisch sind, der hinten auch drei Ersatzminen hat. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was der gekostet hat. Ich glaube so um die 3 Euro. Ja, ist schon irgendwo immer ein bisschen happig, aber sie sind letzten Endes super praktisch und ich mache das auch immer so, ich wische mit dem Kosmetiktuch die Spitze vorne ab und wenn die irgendwann ja, trocken sind, dann gehe ich damit auch in den Nagellackentferner bei mir rein und dann hat man länger was davon. Genau, also ich glaube um die 3 Euro waren das. Dann für 2,45 durfte von Catrice wieder mein Augenbrauenstift mit. Den habe ich ja schon tausendmal gekauft und den seht ihr auch in meinen Aufgebraucht-Videos immer, Date with Ashton. Die 020, viele fragen ja immer nochmal. Das ist mein Augenbrauenstift, mit dem ich super zufrieden bin. Trage ich auch aktuell, ist ein schönes aschiges Braun. Ja, lässt sich super auftragen, mit Bürstchen auch dabei und ich finde den einfach nur super. So, und dann habe ich mir noch zwei Sachen von Catrice mitgenommen. Und zwar, ich habe ja groß aussortiert, was meine Schminksammlung anbelangt. Bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe echt schon verdammt viel aussortiert. Ja, und jetzt kauft sie neu. Nee, also die Farben musste ich wirklich mitnehmen, weil ich die wunderschön fand. Und zwar ist das die 035 Robin Wood von dieser Defining Blush Reihe von Catrice. Kostet 2,65.
80, irgendwie sowas, auch unter 3 Euro, glaube ich. Oder, ja, doch, oder? Naja, um die 3 Euro, sagen wir mal. Und der schaut so aus und ich finde den richtig schön. Ich habe den auch schon getragen, obwohl man das irgendwie den Blush gar nicht ansieht, aber gut, ich habe ihn schon 2, 3 Mal getragen. Farbe sieht so aus und auch für den Herbst richtig schön. Und es ist halt für mich, finde ich, wieder so ein Produkt, was Blush und Highlighter in einem ist und was ziemlich viel hermacht, finde ich. Ich muss ja sowieso immer so etwas, ja, bräunlichere, dunklere Töne nehmen, weil ich einfach schon nicht so blass bin von der Haut, aber auch nicht richtig braun. Also so Rosé-Töne oder so sind für meine Haut, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so aussieht, weil ich Softbox an habe, aber sind für meine Haut oftmals viel zu hell. Ja, und sowas finde ich einfach perfekt. Also richtig schön, gerade für den Herbst auch, aber natürlich auch jetzt. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Bereue das nicht, dass ich den jetzt mitgenommen habe. Da weiß ich auch, dass ich den nicht so schnell aussortieren werde, wenn überhaupt. Also ja, dann habe ich noch ein Produkt von Catrice. Wie gesagt, das habe ich gestern mir mitgenommen von der Ultimate Stay Reihe All That She Wants, die 020. Und ja, das sind sehr stolze Preise. Also da kostet so ein Lippi 4,95. Finde ich ganz schön heftig, aber ich muss sagen, ich bin mit der Qualität durchaus sehr, sehr zufrieden. Ich habe da auch den lilanen von mir vor längerer Zeit mal gekauft und ja, jetzt musste halt der mit. Und auch hier bereue ich es nicht. Richtig schöne Herbstfarbe, so ein Braun, Rot. Ja, ihr seht es auf meinen Lippen, ist jetzt schon ein bisschen eingetrocknet, aber das ist sehr praktisch. Den habe ich heute den ganzen Tag getragen. Wenn man isst, dann geht er natürlich weg. Da kann man jetzt nicht so viel erwarten, aber das ist ja bei den meisten Lippenstiften heutzutage eigentlich so. Ja, muss man halt mal nachziehen. Sowas finde ich persönlich immer nicht tragisch. Ja, weil so ein Lippenstift in der Handtasche ist ja jetzt nicht so schwer. Und ja, ich finde die Farbe sehr schön. Also seht ihr übrigens auch auf meinem aktuellen Titelbild auf YouTube, was ich ja neu gemacht habe. Ja, und ich finde, der kann sich sehen lassen, oder was meint ihr? Also finde ich sehr schön. Und ja, genau, auch das bereue ich somit nicht, die 5 Euro. So, und dann konnte ich es ja nicht lassen, obwohl ich mich die ganze Zeit davor gesträubt habe. Und ich habe ja auch schon ein paar Produkte zum Testen zur Verfügung bekommen, netterweise. Und zwar von der neuen Trended Up Marke, also die neue DM-Eigenmarke. Konnte ich es nicht lassen und ich musste 3 Nagellacke mitnehmen. Es ist ja nicht so, als hätte ich Nagellack. Aber gut, wir tun mal so, als wäre das da irgendwie nicht. Ich will mal nicht behaupten, dass ich so eine Töne habe. Natürlich so ähnlich, aber okay, das Dunkelgrau vielleicht in irgendeiner Form. Aber die anderen beiden nicht wirklich. Aber gut, ich habe sie jetzt eh da und kann es nicht ändern und so ist das. Ich habe jetzt einmal hier die 070 mir mitgenommen. Das ist so ein richtig schönes Hellgrau. Ich bin irgendwie voll auf diesem Herbstfarbentrip. Ich weiß auch nicht warum. Dann die 080. Das ist so ein schönes Dunkelgrau. Die sehen wirklich aus, aufgetragen wie in dem Fläschchen. Also sehr farbgetreu. Das finde ich super. Und die 020. Und da ist mir leider erst zu Hause aufgefallen, dass da so ein Schimmer mit drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt. Da ist so ein leicht, ja, pink, goldener Schimmer, eher Gold. Aber auf den Nägeln aufgetragen sieht man den nicht wirklich. Falls ihr die Farben genauer sehen wollt, könnt ihr gerne bei mir auf meinem Instagram-Profil gucken. Da heiße ich wie hier, also Loves Being a Woman 1993. Da habe ich heute Morgen ein Bild gepostet, wo ich auf jeden Fingernagel eine Farbe davon aufgetragen habe. Und da seht ihr praktisch genau, wie die Farbe ist. Und da seht ihr auch, dass die praktisch originalgetreu wie im Fläschchen ist. Und was ich dazu sagen muss, sie decken in einer Schicht. Aber ich habe es jetzt noch nicht richtig aufprobiert, weil ich das nur so für mich geswatcht habe und dann wieder abgemacht habe. Aber ich vermute, die trocknen etwas schlechter. Es sind halt Double Volume and Shine Lacke. Die sind ein bisschen dicker, obwohl ich sie versucht habe, so dünn wie möglich aufzutragen. Aber ich glaube, leider kann es da ein bisschen Probleme mit dem Auftrag bzw. mit der Trocknung geben. Aber das werde ich nochmal genau testen und dann werde ich euch das natürlich erzählen. Aber ich muss auch so sagen, also ich finde die Fläschchen von der Aufmachung her super, super schön. Und ja, die machen sich auch irgendwie echt schön so im Regal. Also das ist wieder so ein, ja, so ein YouTuber-Beauty-Ding von den ganzen Verrückten wie mir. Aber gut.
Den hatte ich ja zugeschickt bekommen, dieses wunderschöne Rot, das war die 150. Und jetzt habe ich praktisch schon 4 Stück von den neuen Schätzchen. Ja, aber das reicht auch, weil, wie gesagt, es ist ja nicht so, als hätte ich keine Nagellacke. Ja, meine Lieben, in diesem Sinne würde ich sagen, war's das. Ich hoffe sehr, dass da was dabei war, was euch vielleicht interessiert. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich sehr über diese ganzen Neuheiten. Und auch, dass ich mir jetzt ein paar Schminkprodukte wieder gekauft habe, finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ich meine, ich will ja nicht ausmisten, um praktisch meine Sammlung aufzugeben und nur noch aufs Minimum herunterzustellen, sondern ja, es ist einfach so, man bekommt einiges zugeschickt, geschenkt, man kauft sich was und nach einer Zeit mag man es nicht mehr, sortiert es aus, verschenkt es an Freunde, Familie und ja, man sammelt halt trotzdem irgendwo weiter, weil es ein Hobby ist, weil es einfach Spaß macht, Neues auszuprobieren. Gerade Neuheiten, wenn was rauskommt, das ist einfach super interessant und deswegen machen wir auch Videos, um sowas mit euch zu teilen, weil es Spaß macht und weil es einfach unser Frauending ist, wo wir ja, uns praktisch die Zeit für uns nehmen und ja, in dieser Community ist das halt möglich und ich denke, das ist auch nicht verwerflich. Jeder hat sein eigenes Hobby, jeder muss wissen, wofür er sein Geld praktisch ausgibt und ja, ich denke, es gibt durchaus teurere Hobbys. Aber warum rechtfertige ich das eigentlich? Ich weiß gar nicht. Also ja, finde ich, ist so meine Einstellung. Wie seht ihr das? Es gibt sicherlich einige, die sagen, mein Gott, sowas brauchst du alles nicht. Aber ja, also was braucht man im Leben überhaupt? Also man braucht so viele Sachen natürlich nicht. Aber naja, gut. Ich freue mich, die Sachen jetzt einräumen zu können. Wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, wann auch immer ihr das schaut, oder Mittag. Und ich freue mich, wenn ihr bei meinem nächsten Video mit dabei seid. Und bis dahin, macht's gut!